So, und hallo und herzlich willkommen zurück. So, wir tanden zuletzt hier. Aber da war noch ein Iveco da, glaube ich. Ein Iveco-LKW, stimmt das? Könnte das hinkommen? Naja. So, wir gehen jetzt erstmal, wir suchen jetzt erstmal uns einen neuen Auftrag. Und zwar von, wo sind wir jetzt gerade? Hier. Rotterdam. Oh, Rotterdam nach Reims. Das nehmen wir doch direkt mal an. So. Ja, wieder mit vollem Taubenpfuschen Elan. So. Und hier muss ich dann rein, ne? Das sieht gut aus. So. Genau den hier wollte ich. Hey, what the fuck, Alter, was ist los? Hey, was ist denn mit der Lenkung los? Lenkt der heute scheiße oder bin ich das? So. Hiha! Jetzt geht los. So, ich hatte heute mal wieder Bock, deswegen habe ich das Spiel auch rausgekramt. So. So. Oh Mann, so, jetzt fahr los. Boah, Alter, ey, die sind ja wieder reaktionsmäßig echt auf Zack, ne? Meine Fresse, sind die lahm, ey. Hab Mercedes-Benz-Händler entdeckt.
So. Sorry, aber ich rede gerade nicht so viel. Aus dem einfachen Grund, da ich mich mal wieder hart konzentriere. So. Übrigens haben wir schon 1040 Kilometer hinter uns zusammen. Und wir leben noch. Dass wir noch leben, ist unrealistisch, aber die 1000, das finde ich cool. So, und es ist noch ein bisschen früh. Ne, es ist 19:38 Uhr, so. What the fuck. So. Knickknack. Kopf ab. So, und jetzt geht's los. Und rund. Da. Tü-tü-tü-tü. So, tanken müssen wir nicht. Haben wir irgendwo... Nein. Haben wir irgendwo Schaden? Nö. Wohin möchte ich? Nach Reims. Ist das in Deutschland? Kurz mal gucken. Es ist in... Wo ist denn das? Wer ist denn das Land? Ach du Scheiße, hier ist Mode angesagt. Obwohl, man könnte die Mode voll umfahren. Hier rum. Hier durch. Und dann also fahren wir nach Brüssel, in die Richtung da. Ich komme gerade nicht auf das Land. Ich nicht. Ich weiß auch nicht. So, 80 darf ich hier fahren. Fahr doch mal zu hier. So, ja, ich rede irgendwie, diese Folge rede ich ganz, ganz wenig, ne? Ich weiß auch nicht, das ist doch total langweilig. Ich hasse das bei anderen immer total, wenn die es nicht schaffen, zu reden. Auch wenn vielleicht gerade nicht die Möglichkeit besteht zu reden, weil man einfach gelangweilt ist oder weil nichts passiert. Aber ich muss ja reden, weil ich ja selber den Anspruch stelle. Wisst ihr, was ich meine? Nee, wahrscheinlich nicht, ist egal. So, wenn ich hier 80 fahren darf, ne? Warum dürfen die dann trotzdem schneller sein als ich? Natürlich wird auch bald Multiplayer dran sein. Und... Ja, ich bin dann auch 2 Wochen im Praktikum oder so. 3 Wochen, ne, 2 Wochen, glaube ich. Anders und über die Zeit bin ich dann halt im Praktikum und das ist dann auch nochmal eine Zeit, wo ich dann gucken muss, wie ich die Sachen mache, also produzieren und hochladen. Obwohl, das müsste eigentlich hinhauen. Und da muss ich auch mal gucken, aber das interessiert im Moment eigentlich gar nicht, nicht in diesem Video, das kann ich in einem anderen mal machen. Ja, aber ich muss trotzdem gucken, wie ich dieses Projekt hier unterbringe. Weil ich lade ja 2 Projekte am Tag hoch momentan. Das ist ja auch an sich nicht so schlimm. Also einmal immer irgendein Projekt. Ich glaube im Moment ist es Assassin's Creed oder Deponia oder TestRef Unlimited. Und dann noch LS 2013, obwohl ich da ja nicht weiß, wie lange das noch geht. Was ja immer mal ja, mal nein. Ach, guck mal, hier trennt sich die... Okay, ich war gerade kurz verwirrt. Guck mal, hier bauen die neue... Brücke oder so. Keine Ahnung. So.
So, wir fahren so schnell. Juchei, juchei. Tai, tai, tai. So, ich bin auch mal gespannt, wie lange das ungefähr dauert. 240 Kilometer haben wir noch vor uns. Das ist ja nicht so viel. Nee, hier muss ich nicht ab. Ich muss ja nicht nach Brüssel. Ich muss ja nur... Ich komme gerade echt nicht drauf, wie das Land heißt. Ich komme einfach nicht drauf. Guck mal, selbst der Ding ist da überholt mich, ey. Obwohl, ich habe einen Anhänger drin, ich darf das. So. Dann werden wir auch bald mal die Händler abklappern. Das heißt, ich suche mir eine Map, wo die Händler alle verzeichnet sind. Und dann gucke ich mir mal die LKWs von denen an. Und ich meine, irgendein Volvo oder so, oder ein Iveco, ich weiß es gerade nicht. Aber der soll auf jeden Fall ziemlich gut sein. So ein Globetrotter, ich weiß es gerade wirklich nicht. War das ein Volvo oder ein... So, erstmal alle blenden. Geben die mir eigentlich Lichtzeichen? In irgendeinem Spiel haben die mir, glaube ich, Lichtzeichen gegeben. So, jetzt sieht man doch, oh nee, man sieht es aber noch nicht gut. Hm. Ja, ich kann auch Licht auch anlassen eigentlich. Nur in der Stadt frisst es halt echt Ressourcen, die mein Rechner da nicht bieten kann. Weil in der Stadt ist halt am meisten Verkehr, wa? Obwohl, ich weiß nicht mal, warum mein Rechner das nicht bieten kann, weil rein von den Anforderungen her zieht das Spiel eigentlich nichts. Ich habe 55 Grad von meiner, also 55 Grad Grafikkarten, Prozessor, Temperatur, und das ist nicht viel. Bei Battlefield 3 habe ich 80 oder 70. 52% CPU und 50% RAM. Aber das ist alles voll im Rahmen. Ich weiß auch nicht, warum ich da nicht... Weil die CPU ist ja stark genug, sonst würde es ja... Sonst würde er ja hier 76 oder so haben, oder keine Ahnung wie viel. Aber ich habe halt 54, 50, 60, 50, 54, 60, 57, 54, 56, 53. Aber das ist alles voll im Rahmen. Da habe ich bei anderen Spielen mehr. So. Und gleich kommt wahrscheinlich die erste Mautstelle. Moment mal, wo ist das? Dann müsste ich da eigentlich auch... Ach, guck mal, so groß ist die Map nur. Ja, was heißt nur, aber trotzdem. So, wo war ich denn? Guck mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Oh, das hier ist Deutschland. Und dann waren wir hier, hier unten, Kroatien. Guck mal, das hier ist... Na, welche Insel ist das? Richtig, das hier ist Mallorca und das hier ist, glaube ich, Ibiza oder das da. Keine Ahnung. Ah, egal. Ich dachte bloß, das wäre vielleicht Slowenien, wo ich hier gerade durchfahre. Slowenien ist echt das hässlichste Land, was ich je gesehen habe. Das ist kein Witz. Slowenien ist richtig hässlich. Dafür kann Slowenien ja vielleicht nicht mal was, aber das ist richtig hässlich.